Oh, das ist ein Typ. Okay. Himmelsrad. Gehen wir nach Flusswald. Ich möchte dieser Quest noch nachgehen. Und dann Pause machen. Und dann Randall's Bande aufnehmen. Weil wir haben jetzt dann erstmal 2:30. Und na gut, wenn ich so bis 3 aufnehme, noch so eine Stunde, dann kann ich mal etwas früher ins Bett gehen vielleicht. Und mal früher ins Bett gehen, was rede ich denn da? Wer geht schon früher ins Bett? Hey Lot. Alvor. Hier eine neue Klinge? Bis zum nächsten Mal. Ihr bringt nichts als Ärger. Ihr seht aus, als wärt ihr auf Reisen. Jemand, der ferne Orte gesehen und neue Geschichten gehört hat. Wenn diese Wachen aus Weißlauf einen Drachen besiegen können, können wir das schon lange. Ihr kommt aus Weißlauf. Aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie. Dieser Witz ist nicht witzig. Ich könnte. Das ist nicht witzig, Mann! Ich weiß, dass ich ihm die Pfeile gern schenke. Meine ist wesentlich teurer. Kann euch ja mal zeigen, was ich noch so schmieden kann. Oh, das mit dem D-Drahtzeug. Und zwar hier. Ah ja, dann ach, den normalen Aschbringer. Ah ja, 2 D-Drahtherzen und Corrupted Aschbringer. Ah ja. Das Skyly Braids. Braidsword of the Brotherhood und so Dedric Crossbow, den werde ich mir aber noch nicht machen. Erst wenn ich Dawnguard-mäßig so weit bin, dass ich die ganzen Sachen machen kann, dann werde ich mir diesen hier machen. Und dann diese Gold-Armor da und diese Eis-Armor. Diese Lava will ich unbedingt haben. Da habe ich aber meiner Meinung nach, glaube ich, mal die Fackelwürmchen verbraucht, die ich dafür da hatte. Oder echt, die ich eher vorgesehen hatte. Hä, waren das nicht 2 dädrische Schwert? Oh ne, es war ein Dolch. Ah ja. Jetzt habe ich kein Silber mehr. Schade. Flusswald Handelskonto. Es bedeutet uns so vielen viel. Vielen Dank, dass ihr euch. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Ich danke euch. Darf ich euch jetzt euren Anus versuchen? Warum habe ich einen Drachenknochen im Inventar? Wow. Ihr und hast ich. Du Seelensteine? Oh, hiervon, was davon? Ihr und ich sind die größten Geschäftspartner, die es auf der Welt gab. Weil die Welt schon untergegangen ist, ihr wisst es nur nicht. Also gut. Lucan? Wir haben keine silbernen Gürtelschnallen, nicht wahr? Ein Kunde hat danach gefragt. Lucan, wir haben keine... Lucan, oh, Lucan, du bist so cool und so scheiße. Und ich will deine goldene Klaue unbedingt haben. Papa sagt, dass ich zu nett zu Fremden bin. Aber ihr scheint in Ordnung zu sein. Ihr scheint in Ordnung zu sein, Mann. Ja, Mann. Yalla, yalla. Yo, was trittst du dir das Ding weg, Alter?
Halt mit dem Kopf still. Muss treffen können. Was denkt ihr, was ihr da macht? Ich betreibe die Taverne. Das Zimmer unter dem Dach. Nun, wir haben kein Zimmer unter dem Dach. Aber ihr könnt das Zimmer auf der linken Seite haben. Fühlt euch wie zu Hause. Okay. Hier im Flusswald kommen nicht viele Reisende vorbei. Tschüss. Ich schlaf jetzt. Ihr also seid das Drachenblut, von dem ich schon so viel gehört habe. Ich glaube, ihr hattet das hier gesucht. Wir müssen reden. Folgt mir. Jetzt. Oder was? Du kriegst deinen Pfeil in den Kopf. Was starrst du mich so an, hm? Was starrst du mich so an, hä? Wir haben Zimmer und Essen. Genug! Genug! Ich... Was starrst du mich an, hm? Was starrst du mich an? Starrst du mich an? Ups. Was starrst du mich an, hm? Bist du Käsemann? Da, friss Käsemann. Starrt mich. Angst vor mir. Der starrt mich immer noch an. Okay, okay. Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Hey, aufpassen! Nun können wir reden. Okay, cool. Also, was machen wir, hm? Willst du ein Quickie oder was, oder? Ja, Sachen zum Mitnehmen, gratis Sachen. Erstmal ist weg. Erstmal ist looten. Die Graubärte scheinen zu glauben, dass ihr das Drachenblut seid. Ich hoffe, sie haben recht. Das hoffe ich. Aber seht mir nach, wenn ich nicht gleich an etwas glaube, nur weil die Graubärte es behaupten. Ich habe euch gerade das Horn von Jürgen Windrufer gegeben. Bin ich damit auch ein Drachenblut? Nur so konnte ich sicher gehen, dass dies keine Falle der Talmor war. Ich bin nicht euer Feind. Ich habe euch bereits das Horn gegeben. Ich versuche euch zu helfen. Mhm. Ihr müsst mir einfach nur zuhören. Okay. Was ich wann erkläre, entscheide ich immer noch selbst, verstanden? Ihr wäret längst tot, wenn ihr mir nicht auf den ersten Blick gefallen hättet. Aber ich musste wissen, ob an den Gerüchten über euch etwas dran ist. Ich gehöre zu einer Gruppe, die schon sehr lange nach euch sucht. Nun, nach jemandem wie euch. Das heißt, wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid. Bevor ich euch mehr sage, muss ich sicherstellen, dass ich euch vertrauen kann. Ich wusste es. Wenn die Graubärte euch für das Drachenblut hielten, würden sie euch schicken. Zumindest sind sie berechenbar. Als ihr hier auftauchtet, wusste ich, dass die Graubärte euch geschickt hatten. Und dass ihr kein Spitze der Talmor wart. Wenn ihr mir nicht vertraut, war es dumm von euch, überhaupt hierher zu kommen. Ich habe überhaupt keine andere Wahl. Ja, wir sind sehr alte Feinde. Und wenn mein Verdacht stimmt, haben sie bei der Rückkehr der Drachen vielleicht ihre Finger im Spiel. Aber das ist jetzt unwichtig. Wichtig ist hingegen, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Wir erinnern uns an das, was bei den meisten in Vergessenheit geraten ist. Dass das Drachenblut der ultimative Drachentöter ist. Ultimativ. Ihr seid die einzige Person, die einen Drachen dauerhaft töten kann, indem sie seine Seele in sich aufnimmt. Könnt ihr es tun? Könnt ihr die Seele eines Drachen in euch aufnehmen? Jetzt ist nicht die Zeit dafür, den widerstrebenden Helden zu spielen. Entweder seid ihr ein Drachenblut oder nicht. Aber das werde ich bald genug mit eigenen Augen sehen. Drachen kehren nicht einfach zurück. Sie kehren ins Leben zurück. In all den Jahren waren sie nicht einfach an einem anderen Ort. Sie waren tot, vor Jahrhunderten getötet von meinen Vorgängern.
Nun geht irgendetwas vor sich, wodurch sie wieder zum Leben erweckt werden. Und ihr müsst mir helfen, das aufzuhalten. Ich weiß es eben. Ich habe ihre alten Grabhügel besucht und sie leer vorgefunden. Und ich habe herausbekommen, wo der nächste Drache ins Leben zurückkehren wird. Dort werden wir hingehen und ihr werdet diesen Drachen töten. Wenn es uns gelingt, sage ich euch alles, was ihr wissen wollt. Zumindest die mit Namen haben einen. Künesheim. Dort in der Nähe befindet sich ein altes Drachengrab. Wenn wir dorthin gelangen können, bevor es geschieht, finden wir vielleicht heraus, wie es aufzuhalten ist. Ich muss meine Reisekleidung anlegen. Gebt mir nur eine Minute, dann bin ich soweit. Okay. Wenn jetzt wirklich irgendwo hin, wo ich noch zwei D3-Herzen auftreiben kann, dann will ich mir eine schnelle D3-Rüstung noch vollends zu Ende machen. Und ihr seid live mit dabei. Na gut, live nicht, aber nachaufgenommen. Das muss euch reichen. Papa sagt, dass ich zu nett zu fremden bin. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Ja. Stahl ist gut. Loyalität. Auch der Straßepen ist immer gut, ja? Merkt euch das. So Penner, wie der aus Randall's Monday, die machen immer das Gute. Die pennen auf der Straße, weil es ist so gemütlich. Genauso wie auf dem Fußboden zu schlafen. Wir sind hier, um euch eine Lektion zu erteilen. Oh nein. Ihr Leben herkommen soll. Ja! Ich erinnere mich an diese komischen Typen aus Fallout. Oder eher gesagt aus Fallout 3. Da gab es auch mal so Typen, die wollten mich töten, weil ich... Also bin ich ekelhaft. Die wollten mich töten, weil ich gut war. Einmal, weil ich gut war und einmal, weil ich ein urbaner Invasor war. Also, ich war so böse wie nochmal was. Na gut, ich habe auch Leute versklavt und das Ganze. Nur weil ich Gold dafür haben wollte. Egal, ob ich jetzt dann zu viel trage, ja. Und die Seelen kann ich von denen ja momentan noch nicht absorbieren, also. Ich würde jetzt gern wissen, wer die auf mich gehetzt hat. Hier ist die vereinbarte Summe. Ich erwarte, dass ihr, wie vereinbart, Dr. Taoga eine Lektion erteilt. Ihr braucht ihn nicht umzubringen. Aber falls ihr euch doch dafür entscheidet, habe ich damit auch kein Problem. Minette Vinius. Das war so ein Typ aus der Taverne in Einsamkeit. Was hab ich dem getan? Jo. Nur die Mutigen. Die besten Waffen und Rüstungen. Nur die Mutigen kommen zu mir her und sagen Jo. Oder nur die Mutigen sagen zu mir Jo. Also, was willst du? Ich hörte, du bist mutig, hä? Wenn du beweisen willst, wie mutig du bist. Besucht mich in meiner Schmiede, wenn ihr Waffen oder eine Rüstung benötigt. Jo, mich an. Komm, mach schon, hä? Mach Jo zu mir in mein Gesicht. So passt doch jemand Neues.
Werft einen Blick darauf. Oh Mann, das sieht jetzt richtig scheiße an, aber... Die hat nix. Mhm. Dädraherz. Ich will Dädraherzen haben. Und das jetzt. Das war nötig, ich weiß. Auf nach Wientalm. Nach Wientalm kann ich noch nicht, aber nach Mortal. Oh, da. Wieso war ich in den ganzen Ort noch nicht? Ich bin um Mortal herumgelaufen, meine ich. Ja. Hättet ihr vielleicht etwas Gold für einen Veteran übrig? Jetzt nicht. Angelines Aromalädchen. Oh Mann, Angelines. Das erinnert mich an den so Namen. Passt doch. Ihr kommt doch viel herum, oder? Wart ihr schon? Wunderbar. Ich, meine Tochter Fura. Nach ihrem Eintritt in die Armee wurde sie in Weißlauf stationiert. Ich habe in letzter Zeit nichts von ihr gehört. Ich habe versucht, mit Hauptmann Aldis zu reden, aber ihr war überhaupt keine Hilfe. Das ist wirklich sehr nett von euch. Wir führen hauptsächlich heutzutage besuchen uns oft auch Leute wie ihr, auf der Suche nach Heilmitteln und oh nein, ich bin ja eigentlich nur eine einfache Kräut. Auch schon nach 10. Oh. Geht bitte, wir schließen jetzt. Geht. Komm. Geh. Geh einfach. Ja, was guckst du noch? Was guckst du mich noch so an? Geh einfach. Ich gebe in Mortal einen Besuch ab. Sie sollte euch helfen können. Es ist. Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert? Denkt an mich, wenn ihr was bei Rockwirs Hinrichtung. Zaubertränke braucht. Ihr seid, wenn ihr nach Zauber. Mag sein, aber notwendig. Meine Cousine Fura ist gerade jetzt irgendwo draußen in Himmelsrand und kämpft gegen Ulfric Sturmmantel und seine verdammten Aufständischen. Wäre Rockwir nicht gewesen, wäre das gar nicht nötig. Und meine Tante hätte sich um ihre Tochter keine Sorgen machen müssen. Ihr wisst es wirklich nicht? Er hat Ulfric Sturmmantel aus Einsamkeit entkommen lassen. Ulfric reitet hinein, ermordet den Großkönig und Rockwir lässt ihn einfach davonreiten. Ich verstehe schon, ihr seid eine wichtige Persönlichkeit. Wir reden später weiter. Ja, ich bin eine wichtige Persönlichkeit. Woran hast du gesehen? An meiner strahlenden Autorität, oder? Weißlauf. Weißlauf. Ich brauche einen neuen Bogen. Habe ich gerade eben beschlossen, dass ich einen neuen Bogen brauche. Und ich weiß auch, was ich mir für einen Bogen mache. Und zudem neue Pfeile. Wo ist dieses verdammte Feuerholz? Hab ich das schon übersehen oder? Ah, da. Ah, 5-mal sogar. Das reicht, würde ich sagen. Pennen wir noch eine Runde. Mann, in dieser Part schlafen wir viel zu viel. Viel mehr als ich eigentlich sonst. Obwohl ich eigentlich heute um 4 Uhr aufgestanden bin eigentlich. Na gut, ich bin eigentlich um 2:30 aufgestanden. Bin dann kurz runtergegangen, damit meine Eltern wussten, dass ich wach bin. Und dann bin ich wieder hoch. Und da weiter gepennt. 1,5 Stunden. Und dann bin ich um 4 Uhr aufgestanden. Und dann gab es Essen. Euch, Tane. Kurz danach gab es Essen. Ich hatte richtiges Glück.
Aber wenn es so heiß ist, gibt es nichts besseres als schlafen. Da merkt man die Hitze nicht so. Zumindest ich. Ihr seid jemand, der für ergibt. Ich habe hier... Weil sonst gehe ich immer üblich in Flammen auf, wenn ich so irgendwie alles, was ihr braucht. In meinem Zimmer bin, weil... Weil geht nicht normal in, einfach so in Flammen auf, oder? So spontane vergesst Selbstentzündung. Kennt ihr sowas? Ihr vielleicht? Sehr gut investiert. Und ja, also ein Mod habe ich auch drin, natürlich. Muss ich gucken. Genauso viele, wie ich Barren hatte. Kann ich auch Dedra-Pfeile machen? Das würde mich interessieren. Ja, schlag mich tot. Schlag ihm den Kopf ab. Ich brauche neuen Aschenbecher. Schlag ihm den Kopf ab, ich brauch neuen Aschenbecher. Kennt ihr mein... Werft einen Blick darauf. Also gut. Wie gut sind die Ebenerzpfeile? 20, genau. Und die Dedra machen 24 Schaden. Das ist sehr gut. Und wenn ich Drachen jagen will, brauche ich einen. Ich glaube, es war keine gute Idee, jetzt hinzugehen. Oh. Ach, das habe ich schon aufge... Ah. Der, entweder ist der Drache nicht mehr hier oder er ist tot. Ich bin aber eher mehr für Letzteres. Und hier unten noch irgendwo sein Skelett liegen. Ein Schuss, ein Treffer. In den Anus. Jo, hey.
Was war das gerade? Bin ein Downtaker, Mann. Warum hat er der Stahlplattenhandschuhe an? Warum hat es transportiert der Skooma bei sich? Na gut, er ist ein Khajiit, aber. So vorverurteilen will ich ihn jetzt auch nicht. Sollte man die ganzen Dingszeilen ausmachen. Da oben ist eine Mine. Ich meine die Ebenerzmine. Ach, da kann ich ja hin, da bin ich ein Ork. Muss ich diesmal nicht wieder alle Orks töten, oder? Oh! Da war er gerade. Da ist er, der Vernichter der Welten. Deathwing. Hey. Salag mir. Ziel Grodova Ulze. Slam Team. Screenshot. Mehr Screenshots. Knochendrache. Alduin Turi. Boantit Fokria Srikse Jun Krusik. Gehes Halamir Karimir. Fullo sei Dovakin. Zu Koravni. Ihr kennt nicht einmal unsere Sprache, nicht wahr? Welche Anmaßung, dass ihr euch einen Dova nennt. Salognir. Krita Jore. Da ist ein toter Sturmmantel. Ich bin Thrall, der große Schamane. Jetzt fängt der Schan wieder an, ich weiß. Ich bin der größte Schamane aller Zeiten. So ein kleiner Drache kann mir doch nichts anhaben. Ich habe den Doomhammer. Und damit werde ich dich zermatschen. Ich bin Salok. Hört meine Stimme und verzweifelt. Wow. Ja, Mann. Mit dem Doomhammer im Video. Ich piek's dir ins Gesicht, Mann. Ich piek's dich und steh in der Luft, Mann. Ihr Götter im Himmel.
gleich kommt. Ich habe keine Sekunde an euch gezweifelt. Das ist Delfine. Nicht wahr? Ihr seid wirklich ein Drachenblut. Ja. Ich schulde euch einige Antworten, nicht nur zu. Was immer ihr wissen wollt, ich verheimliche euch nichts. Absolut gar nichts. Ich war ebenso überrascht wie ihr, diesen großen schwarzen Drachen hier vorzufinden. Der war rohrot, nicht schwarz. Das war Deathwing. Aber an dieser Stelle werde ich das auch beenden. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit diesen Parts. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde eh davon mehr machen. Aber von mehr anderen Spielen. Wenn ihr von Skyrim mehr haben wollt, ihr könnt gerne schreiben. Mehr von Skyrim oder was auch immer. Ich will Skyrim, keine Ahnung. Schreibt einfach rein, was ihr wollt. Hauptsache ist positiv und handelt von diesen random Videos, dieses Konzept. Auf einem Kanal, der kaum ein Konzept hat, passt das doch super mit diesen random Videos, die wenigstens etwas Abwechslung bieten zu Random Monday. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, bewertet die Parts, je nachdem, wie es euch gefallen haben. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls ein Abo da und natürlich Sun Bros. Praise the Sun. Yo und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt. Let's random video oder so. Und dann auf ein neues. Bis bald und sowas. Ja.